Herzlich willkommen zum Newsflash im Juni. Wir beginnen leider mit einer traurigen Meldung. Eine Exkursion der Geografischen Fakultät hat beim Erdbeben in Nepal ein tragisches Ende gefunden. Das Unglück forderte tausende Opfer, unter ihnen auch unser Göttinger Geografieprofessor Dr. Matthias Kuhle, der die Exkursion nordwestlich von Kathmandu leitete. Während der Arbeit mit seinem Team wurde er von einem herabstürzenden Felsbrocken erschlagen. Er war ein international angesehener Geomorphologe. Die Trauer um Matthias Kuhle hält an. Die Praxisbörse. Die Gelegenheit für euch, einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft zu machen. Die Job- und Karrieremesse bietet euch die Möglichkeit, Kontakte zur Wirtschaft zu knüpfen. Bei mehr als 100 Ausstellern kann man sich über Praktika und Stellenangebote informieren. Parallel finden auch interessante Vorträge über Karrieremöglichkeiten statt. Alle Infos zu den Ausstellern und dem Programm findet ihr online. Wer von euch Lust hat, sich kreativ auszutoben und gleichzeitig sozial aktiv zu sein, für den ist das aktuelle Projekt Kulturstühle genau das Richtige. Organisiert wird das Ganze von der Kulturgruppe Anders Art lebt. Gemeinsam mit Göttingen aus aller Welt könnt ihr jeden Dienstag von 18 bis 21 Uhr im Haus der Kulturen Stühle nach Lust und Laune gestalten. Eure Werke werden dann an verschiedenen Stellen in der Stadt aufgestellt. Nach Ende der Aktion bekommen Sie im nächsten Jahr einen festen Platz im Kunst- und Kulturcafé im Haus der Kulturen. Und wenn ihr künstlerisch absolut unbegabt seid, könnt ihr auch einfach nur einen Stuhl spenden. Wenn ihr doch liebe Texte schreibt oder auch gerne lest, dann ist die Prisma-Zeitung etwas für euch. Sie vereint Texte aller Art und soll alle 3 Monate neu erscheinen. Die kostenlosen Ausgaben können ebenfalls als PDF-Version heruntergeladen werden. Ins Leben gerufen wurde das Projekt durch 2 Literaturenthusiasten, die dafür sogar prämiert wurden. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage. Im Juni erwartet euch in Theater im OP ein ganz besonderes Stück. Love Stories during the Armageddon of a Citrus Fruit. Ein Stück des English Drama Workshops. Ihr könnt 2 Freunde auf ihren täglichen Abenteuern begleiten. Sie leben, und das ist kein Witz, in einer Orange, die so groß ist wie die ganze Welt. Ihr Leben besteht aus Freude und Glück, bis sie plötzlich doch die Angst packt. Mit dem Kulturticket könnt ihr 3 der Vorstellungen kostenlos besuchen. Am 12. und 13. Juni findet das Antifi-Festival statt. Das queer-feministische Straßenfest verbindet Kultur und Politik. An 2 Tagen gibt es Bands, Workshops, Vorträge, Diskussionsrunden und natürlich auch Party. Schauplatz ist wieder die Wiese hinter dem Blauen Turm. Bei diesen Events wünschen wir euch ganz viel Spaß und bis bald!